Und damit herzlich willkommen zurück bei Sweat the Light. Ihr werdet euch bestimmt fragen, was, wieso denn das nochmal? Ja, mein altes Video wurde leider Gottes gesperrt. Ich habe keine Ahnung warum. Ich denke, es liegt am Titel, dass die irgendwie einen Copyright-Strike oder sowas da drauf gestartet haben. Auf jeden Fall hier nochmal Sweat the Light. Und wenn man was das zweite Mal macht, sollte man das auch das zweite Mal besser machen. Deswegen, hallo Fipsi. Hallo alle miteinander. So, wir spielen heute Sweat the Light. Jo, im Moment leider nur auf Russisch. Englischer Sprach. Patch ist aber in Planung. Okay, dann. Dann drücken wir mal K jetzt, Bo. Was auch immer das heißt. So, aufgewacht. Vor allem Fernseher. Kein Plan, was wir machen müssen. Interessantes Programm. Besser als RTL. Ja, das stimmt, in der Tat. Wir schauen mal vorsichtig raus, aber das ist im Moment nur recht weiß, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, man erkennt nicht so Da ist mal viel. gar nichts. Ja. Ich finde die Lichtreflexion einfach im Spiel einfach genial. Was blöd ist, dass der Mauszeiger im Bild bleibt und dass man dann nicht Ja, wirklich. wenn er ausgeblendet würde, wäre es ein bisschen Ja, schöner. und vor allem das Spiel ist langsamer als der Mauszeiger. Das heißt, irgendwann sind wir außerhalb des Bildschirms, muss ich mal kurz rumruckeln. So, wir sind hier mitten irgendwo im Nirgendwo, keine Ahnung. Irgendwo in einem ziemlich zugewachsenen und oder heruntergekommenen Haus, würde Können wir ich da mal so rein? behaupten. Können wir da rein? Wahrscheinlich so. Doch, da. Boah, das ist schon eine Weile her, dass da mal einer gewohnt hat. Ja, vor allem die Räume sind ja auch alle leer. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wo das Sinn da so, was das für ein, was der Weil Sinn ich dieses meine, wenn Gebäudes da Menschen was plötzlich rausgeflogen wären, dann hätten sie ja ihre Hab und Gut noch zum Teil zurückgelassen. Aber Aber das hier sieht. besteht ja gar nichts mehr, um kein Sperrmüll, kein nichts. Aber das draußen, das sieht auch echt geil aus irgendwie. Das hat was. Ist so idyllisch ein bisschen. Ja, es hat irgendwie eine Idylle drin, aber Es ich. ist eine unheimliche Idylle. Ja, ich traue dem Ganzen nicht so wirklich hier. Ich weiß nicht, worum es in dem Spiel geht, deswegen. Ja, ich hab's ehrlich gesagt auch nicht wirklich verstanden, als ich Ich hab. hoffe nur, dass uns jetzt nicht irgendwie hier. Wilde so Wal Tiere des Waldes über den Haufen Auch die, fressen. vor allem die Musik finde ich halt wieder, das ist Die halt ist wieder so wunderschön, diese ja. Idylle dann wieder, weil Das das ist so ist. eine melancholische Idylle, mehr oder weniger. So eine, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so eine Ja, ich weiß melancholische schon. Ich weiß Untermalung. schon. Amat. Nanika NNR. Falsch rumgeschrieben. Amat. Also ich weiß, dieses, was so ein bisschen aussieht wie so ein kantiges A, spricht man als einer D. Oh, das ist interessant. Hätten die nicht die Buchstaben einfach ein bisschen. Ist halt russisch und zwar total Indie. Dobro Ja, aber hallo, das ist auch das Einzige, was wir hinbekommen. Wodka, Wodka kriegen wir auch noch hin. Genau. Und Nastrovje, das ist natürlich Was steht wichtig. denn hier Oh, da drauf? steht ein. Oh. Jetzt hast du gerade den Kühlschrank rausgeschmissen. Ich sehe jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, was das uns gebracht hat. Hat sicher irgendwas gebracht. Wieder das gleiche hier Formular. Ich glaube, das ist ein Bürogebäude oder sowas. Könnte sein. Hat so Ja, Bürounterteilung. stimmt. Das könnte so ein bisschen so eine altes Bürogebäude sein. Oder Schließfach. Hat so ein bisschen was von Metro Last Light, von Metro Ja, 2033 ja, Bibliothek. ja, ja. Ey, da Auch ist was wieder drin. vom. What? Was waren das? Filme, oder? Ja, Filme. Okay. Ich würde sagen, wir rasen einfach die Räume hier ab, weil mehr können wir ja nicht machen. Oh, das sieht ja auch wieder richtig geil aus. Kann man da nicht raus? Da kann man raus. Oh, kein Fallschaden, das ist schon mal sympathisch. Oh, guck mal hier eine Karte. Das ist gut. Jo, also, wir haben hier. Eine sehr Ich würde mal unübersichtliche sagen, zwei. Karte. Das, ich würde mal sagen, dieses. Ja, warte Das erste Stark. mal. Das sieht. Das Stark, das Etage. dritte Ich würde mal sagen, Stark Etage ist das und. erste Stark, genau. Genau. Warte mal. Interessant. Eingang 1. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Such genau. einfach meine Tür, da wo ein bisschen Licht reinfällt, und dann gehen wir raus. Wir müssen das Svet suchen, das Licht. So, Set. und unter Treppen ist ja auch meistens irgendwas. In vielen Spielen, Scheint aber das hier in nicht der dem hier Fall zu nicht. sein. Vor allem, guck mal, wie das gebaut ist unter der Treppe. Guck mal, geh nochmal zur Treppe, bitte. Welcher Mensch haut sich da nicht den Kopf an? An dieser Scheißkante, ganz ehrlich. Typisch russische Architektur, oder? Ich denke, das ist auch nicht dazu gedacht, dass man hier durchläuft. Weiß nicht. Dahinter sind immerhin Fenster. Ja, super. Müssen mal die Fensterputzer rein, wenn sie mal hier die paar Asiaten, die sie da durchjagen, dass sie hier die Fenster sauber machen. Ach, diese Räume hier, ich verstehe den Sinn nicht. Deswegen würde ich sagen, Bürogebäude. Das sind so kleine, so Ein-Mann-Büros. Und das ist hier ist dann so ein Möglich. Zwei-Mann-Büro. Hat das Oder dann mit einer mit. Bank drin. Ich verstehe es ehrlich Ich gesagt nicht verstehe auch nicht, so. warum da eine Bank von draußen reingestellt worden ist. Oder Klassenräume, kann das sein? Das wäre natürlich auch was. Also die Bewegungsunschärfe finde ich fast zu krass in dem Spiel. Ich finde, das hat so, ist so blaustichig ab und zu. Das auf jeden Das Fall. ist ein bisschen arg nervig, vor allem wenn es dunkel ist.
Ja, das stimmt. Da in dem Schrank, guck mal in den Schrank rein. Oh, hallo Vogel. Hallo Vogel. Was haben wir denn da? Ein Ein Schlüssel. Schlüssel. Kann ich den nehmen? Wenn er nicht. Ja, Taschen. Du hast eine Knot auf Kurs Knosana. Ich will da noch raus. Machen wir jetzt gleich mal. Also. Suchen wir mal Ausgang aus Gangowitsch, aus Gangowski. Da? Hier sieht es doch so aus, als ob man da irgendwie vielleicht. Ja. What the hell? Ich weiß nicht so recht. Also irgendwie sieht das ja sehr. Doch, Büro. Das, ich sage es Büro. Für mich sieht das nach Büro aus. Das könnte sein. Hoppla. Wir haben doch den Kühlschrank hier rausfallen lassen. Vielleicht ist ja was kaputt, ist er da ja kaputt gegangen. Ja, da ist es doch, oder? Ist das Ist es der? das Teil? Das wär, also Ja. das wäre schon Es ist sehr. der Schrank. Das wäre schon sehr blöd, wenn der sich genau wieder so hinstellt, aber da ist nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob es der ist. Guck mal nochmal ums Haus rum. Vielleicht ist der. Der müsste eigentlich kaputter sein, oder? Ja, Genau also nicht so. ich fände das Zisch auch, da ich fände das nochmal auch ziemlich runter. Da komisch. liegt er vielleicht dahinter. Ist das So, keine Bank? guck mal da Das ist doch eine rein. Bank. Ach nee, Guck mal da dahinter. rein. Das hier, das ist eine Bank. Das haben wir rausgeschmissen. Ha, Jeez. aufgenommen. What? Was hab ich gesagt? Tschüss. Naja, was auch immer. Schauen wir uns mal weiter um. Also ich muss sagen, das sieht ja echt geil aus. Ja. Laufen wir mal zu dem Haus hier. Also können wir auch nochmal hier so einen schöneren Blick auf unser hier. Auf unser Gefilmse. Auf unsere Gefimse ist, glaube ich, das richtige Wort, weil ganz ehrlich, was ist das für ein Ding? So, können wir das Auto denn eigentlich nehmen? Also hier haben wir noch Sprit Sprit. irgendwie genommen. Tatsache. Tatsache, Tatsache, wie steht's da noch? Tatsachowski, meinst du wohl? Nö, nö, scheiß Unsichtbare Wand Indie! vor der Win. Scheiß Indie! Ich glaube, die Spielwelt, das war das letzte Mal schon so, ich glaube, das beschränkt sich wirklich hier auf diese. Ich weiß, was ich halt geil finde in Svet, du weißt nicht, was hier los ist, du weißt nicht, was du machen sollst, Weil du du. kein Russe bist. Ja, aber ich, auch dann, also es kam jetzt keine Handlung davor oder sowas, also das ist schwach. Aber du hast auch keine Richtung oder so irgendwas, wo du hin sollst. Sondern du rennst halt mal ziellos in irgendeinem. In irgendeinem alten Ding rum. Ja. Macht Sinn. Oder nicht? Liegt im Auge des Betrachters. Oder nicht? Jetzt lass uns mal nochmal auf die Karte gucken. Vielleicht können wir ja hier noch irgendwas machen. Aber die haben wir ja schon genommen. Die können wir ja hier nehmen. Guck mal, da ist, innen ist ja noch so ein Raum. Das ist hier in diesem Block drin. In diesem Block. Jo. Dieses Knie. Eindeutig. Ja, warte mal. War das nicht das, wofür der Schlüssel war doch irgendwas mit Knie. War das nicht das? Sah irgendwie Das ähnlich kann aus. sein. Wir schauen da jetzt mal, weil ich glaube, wir mal schauen, ob es hier innen irgendwo eine Türe gibt. Weil wenn, dann könnten wir die hochgehen oder könnte man die rein, vielleicht mit dem Schlüssel irgendwie. Weiß ich ja nicht so ganz, wie das hier geplant ist. Nee, sieht nicht so aus. Interesting. Also ist schon sehr blaustichig, ehrlich Ey, ich gesagt. find's, das, also das ist wirklich schrecklich. Also drin vor Ganz allem. schrecklich. Also drin Wenn ist. es halt, Also. nicht hell ist. Draußen finde ich, ist von der Fa vom T Farbton total Battlefield 3-like, Bisschen, ja. aber Das hat in ja auch so leichten Blaustich, ist es ja. blau-grün, ja. Also gerade das hier, so gerade wie der Himmel so ist und die Bäume, also das könnte schon, also hier, Könnte BF3-Map Caspian sein. Border. So, Oh jetzt Mann. wart mal. In der Mitte wolltest du in den Raum rein. Zbett, Svet. Licht, Licht. Nomoxet. T6E. Drei Arnre. Hübzippe. Hört sich hier schon mal russisch an, man versteht nämlich nichts. Das ist. Man versteht nur Bahnhof. Naja, Bahnhof würde ich jetzt als Bahnhof, Bahnhofowitsch, Bahnhofowski Man steht sagen, ein. aber das Man ist versteht doch. noch. Da ist eine Tür. Ha! Da ist es. Wow. Ich will ja nie rein. Ich weiß nicht, so unheimliche Türen, die laut aufgehen. Was ich so geil finde, wenn man das still hält, der hat eine Art zur Seite schief schwankendes. So ein bisschen Atmung vorsimuliert. Nein, danke. What the? Auditorium oder Kino oder sowas. Das ist ein Kino. Ein Ja, aber wieso bisschen. habe ich denn ein Kino und ein Bürogebäude? Das ist ein Kino. Wieso habe ich denn ein Kino und ein Bürogebäude? Vielleicht ist das ja, keine Warte Ahnung. mal, wir haben doch vorher Filmrollen gefunden. Vielleicht müssen wir uns die anschauen. Stimmt. Hier. Ah. Filmprojektor. Kann man da. Projektorowitsch.
Das muss gehen. Das kann doch kein Zufall sein. Nee, es geht nicht. Vielleicht müssen wir Strom einschalten irgendwie. Mit dem Generator, vielleicht mit dem Benzin. Ja, aber hast du hier irgendwo einen Ja, vielleicht Generator? im Keller. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch einen Keller. Da muss ich jetzt schauen. Ja, ich meine, das wäre doch möglich irgendwie. Wozu brauchen wir denn sonst Benzin? Ich denke, dann. Gibt kein funktionierendes Auto. Denke, der nimmt irgendwie einfach alles mit, Da was. runter, runter, da war eine Treppe. Ja, aber Achso, das ist das ist hier, stimmt. Erdgeschoss. Versuch mal, ob du hier in den im mittleren Raum rein kannst. Ja, vielleicht Vielleicht ist da runter. drunter so ein Generatorblock eben. Aber das haben wir ja unten schon geguckt. Da ging es dann nirgends. War ja nur dieser. Ich hab's zumindest nicht gesehen. Nee, das ist keine Tür. Oder wir müssen irgendwas zur Seite schieben, aber. Nee, also das dahinter, das hätte man gesehen. Na, das stimmt auch wieder. Und vor allem, da steht ja hier nichts. Nee, da ist nichts. Nö. Das ist nur die reine Betonagenwand. Betonagenwand, du mich auch. Ich habe keine Ahnung. Guck dich mal um. Vielleicht Umdrehen. auf unsere Karte gucken, ob wir irgendwo noch ein extra. Das hier. Da oben links ist irgendwas AP, Spezielles. AP. XN8 oder so. Zweite Ja, Etage. vielleicht ist das was Spezielles, ich weiß nicht. Also Wenn da schon Schrift drin mit ist. den Dingern nach außen, das sind ganz offensichtlich Ein- Ausgänge. und Oder Ausgänge. Fluchtwege oder was auch immer. Ja, das ist zweite Etage. Jetzt aber kein Kompass. Jetzt gehen wir einfach in der zweiten Etage mal in die äußeren Räume. Also hier hat es keinen Das ist äußeren kein Raum. Raum. Hier hat es keinen Raum. Da vorne. Gehen wir mal in den Raum. Ich meine bloß, weil der Kann ist man in die beschriftet. dritte Etage? Irgendwie? Versuch's nachher mal. Ja, gucken wir mal. Also das hier war ja. Ja, Oh. hier haben wir die Filmrollen gefunden. Vielleicht müssen wir hier noch irgendwas finden. Vielleicht ist hier jetzt irgendwas gespawnt, aber es sieht nicht so aus. Und wir können hier irgendwas machen, aber. Nee. Das kotzt so an. Vor allem wir als Nicht-Russen verstehen ja sogar noch weniger als die, die es eh schon nicht verstehen. Die Russen. Sollen wir denn in den anderen Raum auf der anderen Seite noch gucken? Vielleicht ist ja der Raum, der da so beschriftet ist. Wer weiß. Wobei da steht die Tür schon so offen. Wer Mal schauen, weiß. mal schauen, mal schauen. Komm schon, Aber das. irgendwas. Nein, Hey, das das ist war ja dieser nicht. blöde Das ist viel zu Büroscheiß. klein, das ist viel zu klein. Du musst mal hier gucken, Der wäre auch links gewesen, vom Innen. Der Ja. wäre der linkeste Raum gewesen, wenn ich so sagen kann. Was zum Teufel? Ja, aber haben wir denn sonst noch irgendwelche Beschriftungen? Also wir haben ja hier die Eingänge, Hier die. ist noch vielleicht so eine. Der Pfeil, der da im ersten Stock auf diesen einen Raum zeigt, ich weiß Ja, aber das nicht. war der Raum, das weiß ich, da haben wir den Vogel getroffen. Das war mit dem Schlüssel. Also mich macht es irgendwie gerade ein bisschen stutzig. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Ehrlich nicht, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir doch in irgendein anderes Haus draußen gehen. Weißt du? Wer weiß. Weil ich meine, draußen haben wir ja auch das Benzin gefunden, immerhin. Ja, aber vielleicht beschränkt sich ja die Spielwelt doch nicht nur auf ein Gebäude hier und dann müssen wir da irgendwie noch raus. Also Schauen wir mal, in da dem. in die Richtung war Da nichts. war nichts. Dann gehen wir mal in die Richtung nach hinten und schauen mal, ob da, weil da hinten sind ja auch so blaue Häuser und so, ob man da in irgendein Haus rein können. Aber Oh, das sieht für mich schon ein bisschen ja, das nach. sieht schon, allein wie es texturiert ist, ja, ist praktisch klar, dass Ja, guck mal, das. da ist ein Zaun. Ja. Vergiss es, Nee. unsichtbare Wand. Sogar vorm Zaun. Also, das Gut ist echt gemacht. peinlich. Ja, jetzt redet er Englisch oder was? Alter, ich bin gerade derb verschrocken. Ich bin gerade so derb verschrocken. Weil der Spacken endlich mal was gesagt hat. Naja, er hat vorher schon tschüss gesagt. Ja, so eine Art Tschüss. Vielleicht in einem von diesen ganzen Containern hier? Weil die fallen mir auf. Die sind. Das Da ist so gibt's ein bisschen einen. unsichtbare Wand mäßig. Da gibt's einen. Da gibt's einen noch. Da gibt's noch einen. Bumm. Ging, ging, ding, 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 ding. Alter! So eine That's Stimme. where I came from. Also, Da ist der hergekommen. ja, dann würde ich mal sagen, Er die ist ist hier da. erst hergekommen. Ich würde. Ja, super, aber Ja, warum. das ist eine verlassene Stadt, wo er herkommt. Das heißt nicht, dass alles, dass er da aufgewacht ist. Da kommt er her. Der ist Alter, hier vielleicht müssen hergekommen. wir. Vielleicht geht ja auch Geh mal ein bisschen irgendwie. nach rechts, vielleicht ein bisschen. Nach rechts. Da waren wir noch nicht in der Richtung. Oder guck Ja, mal aber bei dem das. Auto. Hier ist nichts. Das ist auch das gleiche Modell von vorher, also würde mich sehr wundern, wenn das läuft. Hat er wahrscheinlich dieselbe Textur verwendet oder Ja, das war oder Copy-Paste. ein einziger Typ, der das Spiel entwickelt hat. Und Ich dafür meine sieht ja, es dafür ist halt Copy. extrem Es geil ist sehr aus. schön gemacht, wirklich. Ist halt diese trügerische Idylle, er hat halt echt was. Das ist irgendwas, ist Ich irgendwie unheimlich. trinke mal irgendwie was Ich kurz. sag nur Miasmata, also das ist auch so eine trügerische Idylle. Es ist eine wunderschöne Insel.
herrliche Flora und Fauna, Und schon aber. allein diese ganzen Statuen, da überkommt es mich schon immer. Eine Mauer hier, ne? Und dann ver. Warte, guck mal hier. Das sind großen Wolkenkratzer. Aber vielleicht müssen wir ja irgendwie. Pripyat. Ja, gut, warte mal, das wäre ja Ukraine. Was weiß ich, Junge, das kommt mir so ein bisschen vor, dass also Es gerade hat so. was Postapokalyptisches, das ist auf jeden Fall. Was ich, das habe ich am ersten Video schon gesagt, für die, die sich das angeschaut haben. Ich könnte mir vorstellen, das ist Postapokalypse nach einem, nach einer Biowaffe. Weil es sind die Menschen, sind praktisch so größtenteils ausgestorben, aber Sehe ich mal die so. Natur. Oder was natürlich wieder dagegen spricht, warum lebt er dann? Das ist natürlich die andere Naja, Frage. angeborene Immunität. Es gibt ja manche Leute, die haben Gendefekte, die dann die Zellen vor Eindringen von Viren und oder Angriffe vor allem von Viren eben schützen. Also wir hatten ja da hinten noch einen von diesen Containern. Bei den anderen konnten wir nicht hin, weil da eine unsichtbare Wand war. Jetzt gucken wir mal noch in den anderen Container. Vielleicht finden wir ja da noch irgendwas. Oh, Generatorraum for the win. Was für Generatorraum, bitteschön. Aha. Nee. Ich hab keinen Bock mehr. Nee, oh nee. Haben wir? Ja. Da brennt sogar Licht. Wir haben eine Taschenlampe. Ich habe keinen Bock. Jetzt passiert auch was. Irgendeine Musik kommt. Mal, Vielleicht da brennt Licht. ist das ja das Wettlicht. Vielleicht wohnt ja auch noch irgendwo jemand. Ah, guck mal hier, das sieht man noch nach Generator aus. Aha, wie ich das halt wusste, weißt du, wie ich das wusste. Wie ich gerade erschrocken bin. Jetzt geh hoch und leg den Film an. Och nö. Alter. Wie der die Treppen einfach gar nicht hochkommt. Was war das denn? Alter, und jetzt bist du noch zerrüttelter, weil du jetzt noch irgendeinen Schrei gehört hast. Alter. Alter. Alter, vor allem die Mucke, die haut ja auch wieder rein. Alter, ich hasse es. Gott, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es. Also ich gehe jetzt schnurstracks ins Kino. Ja. Andere Seite. Geh mal Kino, bitte. Schön, ist so ein schönen Blockbuster-Thriller einlegen, mit dem Popcorn machen und dann ist alles wieder gut. Die Musik hört auf, die Musik hört auf. Gott, ich hab da keinen Bock, ich hab da Die so keinen Musik Bock. kommt, geh noch weiter. Ich hab so keinen Bock. Ich hab so keinen Bock. Warum bist du denn hergekommen? Weil ich, keine Ahnung, ich hatte Bock, aber jetzt habe ich keinen mehr. Ja, Mann! Techno. Bitte. Da wird sicher unten gerade alles erklärt, was passiert ist, aber irgendwie sind wir zu blöd, das zu Ich sehe da mal lesen. Atombombe. Ich sag bloß Atombombe, da waren schon mehrere zu sehen. Das ist das Haus gewesen gerade, in dem wir sind. Ich sag bloß Atombombe. Alter, also irgendwas vom Krieg hat das ja schon. Alter, das ist vom Metro Last Light Trailer. Willst du mich verarschen? Echt? Ja. Das ist Artyom. Das ist Metro Last Light Trailer. Das ist Artyom. Ach, Diomitsch. Ich will das gar nicht. Das ist aber auf eine sehr verstörende Art und Weise zusammengeschnitten. Vor allem. Also es hat irgendwas mit Krieg zu tun. Es steht auch sicher irgendwas da drin, aber ich kann es halt nie lesen. Ja, Atombombe 100 Pro. Wenn das keine war, dann war es ein Riesenfeuerwerk. Zar wahrscheinlich. Zarbombe. Aber das war. Zarbombe ist hydrogenisch, ne? Also Ja, Hydrogen Wasserstoff. ist eine Ja, Wasserstoffbombe. ja, ja. War die erste und einzige, glaube ich, die gezündet wurde, getestet wurde. Der Typ sah gerade aus, als ob er auf der Toilette hockt. Und Scheiß. Ficken, Junge, was will uns das sagen? Also, ich habe langsam gehört. Was? Also irgendwie ist das einfach nur noch Muster und Hypnose. Warte mal, ich hoffe nicht mal in die erste Reihe. Ich gehe mal auf die erste. Warte, können wir hier so drunter jumpen? Nee, geht glaube nicht. Da doch, guck mal, hier geht's so. Wow. So, noch ein bisschen näher dran. Also das ist hundertprozentig Atombombe. Lauter Atombomben. Ja, Mann, und dazu so eine geile Techno-Mucke, das gefällt mir. Das ist mir ein bisschen zu psychedelisch. Ja, das hat schon was.
Nein. Ich glaube, der Film ist vorbei. Man hört nur noch Gepoche. Herzgepoche. Das also erinnert mich wieder an Mias Mata. Jetzt, nachdem wir wissen... Warte mal, ist hier an der anderen Seite ein Ausgang? Nee. Junge. Vielleicht können wir jetzt irgendwo hin, wo wir vorher nicht hin konnten. Und ich habe gedacht, es wäre irgendwie nicht so gruselig. Wir konnten... Das Spiel. Also nur mal so, aus der Tür würde ich jetzt nicht mehr raus wollen. What the... Ja, nee, jetzt kommt gleich ein Jumpscare. Was? Was zum Fick? Was ist das? Was? Alter! Entschuldigt bitte mal den Freakout, aber ich glaube, der ist ein bisschen angepasst. Es geht mir langsam ein bisschen zu weit. Alter, ich hab doch jetzt echt keinen Bock mehr auf Horror irgendwann. Ich dachte, Svet, ich hab Gameplay, ich hab Fotos gesehen, Screenshots, dachte mir so, nette Grafik. Das wäre so eine Art Indie-Adventure. So ein Kurz-Indie-Adventure. Geradeaus oder rechts? Geradeaus. Straightforward. Und es wird dunkler. Ich hasse es! Oh ja, toll. Gut. Gut, ja. Gut, sehr schön. Oh, klasse. Dunkle... Ach, fickt mich. Ich glaube, wir hätten... da abbiegen müssen. Ich weiß es nicht, ich habe da keinen blassen Schimmer von. Es wird immer dunkler. Wo hat man zur Taschenlampe? Die beleuchtet den Fernseher, aber die Wände nicht. Die Wände verschlucken Licht. Jetzt lauf doch bitte. Jetzt lauf noch mal. Ich will das hier nochmal ausprobieren. Guck mal, durch die Fernseher kann ich so durchlaufen. Dann lauf durch und geh. Jetzt war, glaube ich, die Abbiegung. Ja. Ja. Gott, ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Erinnert mich so ein bisschen an das Labyrinth in Metro 2033. Ja, so creepy ist es jetzt auch nicht. Doch, es ist mehr... Oh. Ich nehm's mal schön zurück. Wohin? Junge. Rechts. Fuck. Ich weiß, ich kann nicht mal lesen, was da steht. Das kotzt mich gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen an. Es wären bestimmt so ein paar ganz... Oh das mein Gott. Das ist Ende. Das oh ist mein Lust. Gott, fahr, lauf einfach rein. Oh, volle Pulle rein. Hacke. Hacke Bucke. Das ist irgendwie nur weiß. Junge. Ist das jetzt... Ist das zum gleichen Jumpscare? Ist das jetzt zu Ende oder was? Ich glaube, das ist zu Ende. Lauf mal ein bisschen weiter noch. Das ist zu Ende. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nee. Ja. Oder? Doch, irgendwie schon, aber. Was zum. Oh, geil. Ja, aber das ist, glaub ich, so gerendert, weil wir läuft. Das sind 15. Na, wobei 15 Frames ist sehr rubiert, aber. Alter, irgendwie. Das sieht eher nach Render-Video aus. Ich glaube nicht, dass das. Also, wenn der das gerade. Wenn das wirklich vom Spiel gerendert ist, dann ist das. Oh, cool. Da wundert es mich gar nicht mehr, dass das so ist. Guck dir mal, wie riesig das alles ist. Ja. Ja, was, weißt du, da steht nicht mal irgendwas, was wir lesen können, wir Kaukasier. Wir Kaukasier. Ja, mhm. Europäer, Kaukasier. Kaukasier. Das jetzt macht gleich Bumm, das wär's. Das wär so richtig Metro-Intro-Style, das wär wieder das normal schön Leben und dann BAM, eine Fulle. Komm schon, jetzt hat, ach Mann. Also ist wahnsinnig offen irgendwie alles. Gehalten. Sowieso offen, weil wir kein einziges Wort gelesen haben. Wir verstehen ja nicht mal, um was es geht. Ist so. Ne. Ich glaube, wir haben es jetzt. Dazu kann ich nur sagen, schissel man nissel. Frissel man nissel geschissel, Alter. Alter. Kommen da jetzt noch Credits oder so? Nö. Ein weißer Bildschirm, der die User zum Taskmanager zwingt. Oder ins Hauptmenü. Jo, also, hätten wir Svet the Light durchgespielt, meine Freunde, ging ja recht schnell. War ein bisschen creepy, aber ein wenig. Doch recht nett. Und ich muss dazu sagen, die Grafik sieht ja schon hier echt geil aus und das ist auf mittlerer Grafik. Also, ich kann das ja ohne Fraps mitlaufen lassen auf ultra hoch gerade so spielen, dass das so auf
auf so 25 Frames so steht, dass es noch so un also dass es fürs menschliche relativ Auge noch richtig flüssig genau, aussieht. da sieht's noch mal echt geiler aus. Mal schauen, ob ich, nee, das mache ich jetzt noch. Ich schneide jetzt hier, wenn ich fertig bin mit reden, werdet ihr noch ein paar Screenshots sehen von Sweat the Light auf Ultra hoch. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mich hört und vielleicht dann auch den Tipp Bis siehe. zum nächsten Mal. Tschüssi. Yay. Und hier die Screenshots noch.